Nee, wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Nation Abschluss Erfolgsereignis. Gerede auf den roten Hügel. Vor Erreichen des vorgeschlagenen Levels. Welches Level haben die vorgeschlagen für diese ganzen Sachen hier? 50? 500? Ich verstehe das nicht. Ach ja. Kommt mal einmal näher ran. Und danke fürs näher rankommen. So. Ich mach mal auch eben mal platt. Dann kommst du auch wieder dran. Sehe ich diesmal mehr? Irgendwie, aber mit einem Strahl am Ende. Hauptsache das. Gut. Auch nichts Tolles. Dann gehen wir jetzt noch einmal rein. Oh, mein Stuhl quietscht schon wieder. Noch nehmen wir auf, das ist gut. Nicht, dass wieder meine Festplatte verläuft. Haha. Das ist mir schon zu oft passiert, ganz ehrlich. So, mit zu oft meine ich, dass es mir ungefähr, ja, ein paar Mal halt passiert ist. Zwei, drei Mal oder so. Das ist nicht lustig, wenn man zum Beispiel eine halbe Stunde nichts aufgenommen hat und man währenddessen geredet hat und dann merkt man, oh nein, ich habe es gar nicht auf der Aufnahme drauf. Ja, das sind so ein paar Attacken durch und dann noch so ein Strahl am Ende in der Mitte, der sich dann in der Mitte beim Gegner trifft. Oh, nett. Ansonsten haben wir jetzt hier noch ganz viele nette Sachen. Puh. Ja, das Gebiet ist für Level 30 und deswegen sind diese ganzen Sachen hier wahrscheinlich für Level 30 vorgeschlagen. So, wir geben. Wir gehen. Geil! Oh, geil! Einmal bitte auf dem Reittier fliegen. Ach Gott, ey. So. Wir checken aber erstmal hier diese ganze Bockmist ab. So. Ausweichen, Verteidigung, LP, Geschwindigkeit, Max LP. Das ist. Oh, hier ist Crit dabei. Das hier ist aber ein. Nee, das andere ist ein Set, nicht das, was wir vorher hatten. Ach so. Schaden, Crit, LPS und Schaden in Prozent nochmal. Da, nein, das ist der Mondnachtumhang. Kette, Mondnachtring, Kette und Umhang hatten wir. Z-Bonus gibt Verteidigung. Das, was wir anhaben, gibt Crit nochmal drauf. Das heißt, wir sammeln auf jeden Fall das andere.
So, den Kram können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. So, wir sortieren einmal, um hier ordentlich drüber zu schauen. So, wir vernichten schon mal. Das sowieso. Das. Zigarrenrobe. Das ist auf jeden Fall schlechter. Wird schlechter sein. Das wird schlechter sein, nur halt, dass die LP da ist. Egal. Das ist auch weg. Das kommt auch weg. Das wird schlechter sein. Die Mondsachen will ich nicht. Mondnachtsachen. Die ist schlechter. Halt. Die gibt zwar gut LP drauf, hat aber den. Nein. Die meisten ist jetzt gar nicht und ist auch nicht im Set mit drin. Und das ist wieder Mondnachtring. Das nehmen wir auch nicht und den nehmen wir auch nicht. 33. Das wird 28. Also ich würde glatt schätzen, die Gaia-Robe wird keinen so großen Unterschied zu dem hier haben. Nur halt eine LP, aber das ist auch nicht gerade entscheidend. So. Wisst ihr was, ich zerstöre das Ding hier. So, und das hier wird... Puh. Zerstören wir ganz einfach so. Aber den Helm müssen wir aufbewahren. Halt, wir haben noch anderes und zwar... nein, hier. Ende, kaufen, so. Rothüg... Nein, das wollen wir machen. Da haben wir Portal, aha. Wir holen uns unsere Geschenke ab. Keiner will reden, super. Oh, zweimal seltsame Insignien in Truhe. Isis und Flamme, die können wir beide brauchen. So, und da müssen wir hin. Der wäre weg. Gut, es läuft für uns, es läuft.
Ich weiß gerade nicht, was ich sagen noch sagen soll, Leute. Tut mir leid, ich bin gerade irgendwie. Ich habe keine Ahnung, worüber ich reden soll, was ich sagen soll. Wir kloppen halt gerade ein paar Gegner und. Wer hat dich verarscht? Sammeln Sack mit Fee. Sag doch gleich, dass ich eine Fee anklicken soll. Sack, ey. Nicht Sack mit Fee, sondern einfach nur Sack, der Typ, ey. Schade, war wohl ein Einmalerlebnis, dass wir auf unserem Reittier geflogen sind. Okay. So. Knochengürtel, super. Komm weg. Dit. Ich muss endlich mal irgendjemanden finden, mit dem ich ein Let's Play Together machen kann, wo ich dann mit jemandem zusammen zocke. Mit dem man dann zusammen reden kann und alles. Weil irgendwie so ist das gerade wenig unterhaltend, würde ich mal behaupten. Und da stimmt ihr mir wahrscheinlich auch zu. Ihr guckt ja sowieso meine Videos nicht, ganz ehrlich. Wieso mache ich überhaupt noch weiter? Manchmal frage ich mich das ja auch, wieso mache ich die Videos? Ja, es ist halt ein Hobby. Ich spiele gerne und mag meine Erfahrungen teilen. Am liebsten würde ich auch mehr Ego-Shooter spielen, aber da ist momentan nicht so groß was da. Und auch gerne Ziel Sandra, aha. Und auch gerne würde ich halt mit anderen Leuten, mit meinen Freunden und so zusammen zocken, nur was ist, keiner von denen will mit in den Videos drauf sein. Niemand will gehört werden, das ist doch. Ich weiß nicht, was die haben. Sprich mit Oma, sprich mit deiner Oma, um die Quest zu beenden. Meine Oma ist erst, ist dieses Jahr gestorben. Sag mir doch gleich, dass die Person so weit weg ist. Ich wollte gerade sagen, und Oma ist auch noch wirklich eine Oma oder was? Aber es ist ein Opa. Große Urne von Anton. Ja. Anton, wie geht es dir denn heute? Laufen. Ja, und dann platzieren. Aha. Machen wir vielleicht das als erstes. Oi. Ach, lauf du mal noch eine Weile. Oh, wir haben 27% Crit-Chance, das ist ja gut. So, bitte einmal platzieren.
Oh, was ist denn jetzt los? Kursor und flitzt schnell. Was? Ach, Ladescreen. Du bist die große Ohren auf die Schnellseite, um dich zu verstecken. Ah, jetzt ist da was. Ja. Ah, so spät kommt Wächtertrio vorbei. Und diese komische Urne hier. Der Wächter stößt die Urne an. Ziemlich großes Ding, keine Ahnung, was da drin sein soll. Oder hat wer Wein aus Mondheim geklaut? Das ist reich für tagelange Zeremonien. Bringen wir das Zeug zum Lagerhaus. Die drei Gnome heben die Urne an, bringen sie in ihr Lager. Ich war bewegungsunfähig. Aha. Das Veredelungssystem. Hacker hat sich in der großen Urne versteckt. Okay. Ach ja. Ach, geht schon so. Hä? Dann komm. Ganz Stammesport zu den Schadronen mögen kommen. Hä? Das war gerade echt komisch mit dem Palaber hier. Ach hier, die wollen jetzt wieder palabern, aber keiner von denen kann gerade. Oh, dieses grüne Ausrufezeichen hier ist weg. Und warum auch immer, wir haben die Quest nämlich nie beendet. Askaya, was soll das? Was soll's? Ach, stirb. Sprich mit Potter, um die Quest zu beenden. Lauf du mal automatisch. Ich will gerade nicht. Oder wir kürzen es doch einfach mal ab. Sonst würde er komplett drumherum rennen. Belohnen wir. Wir nehmen Waffe diesmal. Einmal hier. Das noch dazu. Und hier noch einmal bitte. Und zwar. Schauen wir mal Schaden. Bestätigen. Wir holen uns erstmal hier noch diese ganzen Schadenssachen. Damit wir schön stärker werden, mehr Damage austeilen. Woo! Juhu! Schade, der ist doch ein bisschen zu weit weg gewesen jetzt. Töte die Gegner! Keiner von ihnen soll überleben. Nein, damit sind wir fertig. Dann mit zwei erledigt. Die Bagger sonst was Viecher brauchen momentan nicht. Hallo. So, und damit hätten wir auch davon 5 erledigt. Und wieder mit Potter reden. Harry Potter ist auch hier. Schon lustig, wen man hier alles so antrifft.
Halbmond, Reliquie und hier Hacker hat sich in der großen Urne versteckt und erfolgreich nach Vargas eingeschlichen. Er muss aufpassen, was Hacker hat von den Handwerken ein paar einfache Instrumente erhalten, die ihm Arbeit von irgendeiner Funktion her. Radiowellenstörung, Motto, was? Boah, ja, kommt, macht den, ey. Wenn man schon sowieso nicht alles lesen kann, heimlich noch Baragassa. Ah, jetzt spiele ich Hacker, wa? Dieser Sektor ist ziemlich ab, aber ist bestimmt noch brauchbar. Drück Knopf, um fest zu starten. Verbinde Detektor. Ich muss nur vor diesen Robotern Acht nehmen. Ach so. Okay. Sammeln wir mal hier ein bisschen. Ach, da hinten. So. Hier hätten wir auch. Den müssen wir mal ganz schnell ausschalten. Da müssen wir weiter. Na, hier haben wir noch eine. So. Der Sektor bewegt sich immer noch, der Pullen. Nicht möglich. Warte, bis der Mann. Mann, der Sektor seine Position erreicht hat. Gut. Aha. Ach ja. So. Aha, da ist Potter. Und da drüben. Ach, komm schon. Wie? So, einmal schnell hier sammeln. Oh Mann, ey. Ich bin zurück. Ach Gott, ey, das hätte ich doch als normal Typi, der da rumrennt, dann auch sammeln können. Das ist doch absoluter Bullshit hier gerade gewesen.
Ja, komm, weiter. Und weiter. Ja, doch. So, geht mal drauf, ihr Scheißviecheres. Ich glaube, ich mache auch in Kürze mal Ende. Ich habe jetzt eine Gesamtzeit von knapp 4 Stunden aufgenommen. Wir machen hier noch ein kleines bisschen. Haben leider viel Zeit damit verschwendet, dann normal zu kloppen, aber es ist halt, wir wollten so einen Vorsprung haben. Den haben wir jetzt. Und ja, gibt uns halt auch entsprechende Vorteile jetzt. Vor allen Dingen im Bereich des Levelings. So, haben wir es jetzt? Nein. Bin natürlich nicht mal annähernd von jedem die Dinger bekommen. So, jetzt haben wir sie aber. Hallo. Wir machen vielleicht noch, wenn es hochkommt, ein halbes Stündchen, ein Stündchen maximal, denke ich mal. Schaden. Minus. Kritrate, das hier nehmen wir. Ach, Quest angenommen. Brief erbeuten. Aha. Ach, ich weiß, wohin der jetzt will. Meine Fresse. Da vorne zu dem Dicken da. Ich habe schon keine Ahnung, wie oft gekillt haben. Und einmal die 5. Hier konnte man es jetzt ganz gut sehen, bis auf das einmal da, ne? Sprich mit Oma, um die Quest zu beenden. Bitte mit Opa, Oma sprechen. Nicht mit der Oma, sondern mit Oma, Opa. Mit Opa, Oma. Dem, 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 dem. Und hallo, Oma. Wir holen uns die Kritrate. Hände, okay. Ende, okay. Ende, Ende. Schließen. Okay. Wir haben eine Minitasche bekommen. Füllt beim Anwenden auf Rucksack oder Lagerhaus der Bank 5 Plätze hinzu. So. Ich weiß jetzt nicht, wie viele man eigentlich überhaupt auch so bekommt. Vielleicht war es ein Fehler, jetzt so viele zu kaufen. Naja, ich habe mir halt diese ganze für 9 AP Dinger geholt. Lässt sich nichts dran ändern. So, einmal die noch rein, das Ding kommt noch rein, das kommt rein. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. So. Nein, das war hier schon. Okay. Miola Pinwand sprechen. Gut. Machen wir das doch mal. Ach, stimmt. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Hopp. So. Wir hatten vorher Kritrate plus 1%, Kritrate plus 1%. Toll. Das ist einfach nur ein anderes Kostüm mit genau dem gleichen Effekt. Super. Naja, sieht aber besser aus, von daher. Sprich mit Rosie. Hallo Rosie, wie geht es dir? Ah,
Einmal das Ende. So, okay. Klar, haben wir es auch. Geht in Ordnung. Annehmen. Erzähl mir was. Ich frage. Na, was habe ich geschlagen? Wie habe ich mich geschlagen? So. Du willst auch reden. Nochmal? Nee, gut. Nee, du nicht. Schade, aber. So, wir haben nette Insigne Flammen des Lichts bekommen. So, einmal bitte Wasser auffüllen. Danke. Rosi, ich komme. Und zwar vor deinen Augen komme ich. Du wirst schon noch sehen.